dass die KI-Funktion generatives Füllen, die Art, wie wir Photoshop verwenden, komplett verändern wird, ist klar. Aber wie gut ist sie wirklich? Auf diesem Kanal gibt es bereits über 40 Photoshop-Tutorials. Ich bin alle nochmal durchgegangen und habe mir angeschaut, ob und wie die KI diese Aufgaben erfüllen kann. Schauen wir uns zuerst an, bei welchen Tutorials künstliche Intelligenz ein besseres Ergebnis liefert. Kurze Info noch, bevor es losgeht, dieses Video ist sicher eines der aufwendigeren Photoshop-Videos und ich finde auch eines der wichtigsten. Es würde mich riesig freuen, wenn es auch ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen würde. Deswegen, wenn es euch gefällt und ihr mir helfen wollt, liked, kommentiert es und teilt es gerne. Im ersten Video ging es um das Entfernen von Objekten. Hier wurde bereits mit dem inhaltsbasierten Füllen gearbeitet, was schon ein großer Vorteil gegenüber dem Kopierstempel ist. Trotzdem musste man hier noch einiges ausbessern. Mit dem generativen Füllen fällt dies weg. Einfach mit dem Lasso das Ganze umranden und man bekommt ein super Ergebnis. Noch beeindruckender ist das Ergebnis beim Übungsbeispiel. Hier hatte die alte KI Probleme und man musste einiges nachbessern. Mit dem generativen Füllen gibt es hier keine Probleme. Ums Objekt entfernen ging es auch im nächsten Tutorial, bei dem wir einen Zaun entfernen wollten. Hier wurde eine Technik verwendet, um den Zaun schnell zu selektieren. Mit dem generativen Füllen kann man wild den Zaun mit dem Lasso auswählen und man bekommt trotzdem perfekte Ergebnisse. Beim Tutorial der Geradeturm von Pisa ging es darum, schiefe Bildaufnahmen gerade zu stellen. Beim Pisa-Beispiel wurde dabei das Bild gar nicht gedreht, sondern der Turm selbst gerade gestellt. Natürlich handelt es sich nicht mehr um das Originalfoto, sondern um einen generierten Turm. Beeindruckend ist das Ganze beim Meerbild. Hier erkennt man, ob ein Motiv gerade ist, daran, ob das Meer am Horizont in einer waagrechten Linie ist. Einfach diesen Bereich mit dem Rechteckwerkzeug auswählen, generatives Füllen und schon ist alles gerade. Beim Tutorial Himmel austauschen wurde teilweise eine KI verwendet. Mit dem generativen Füllen wird aber nicht nur der Hintergrund durch ein Bild ersetzt, sondern es wird wirklich alles neu generiert. Und dabei werden wirklich beeindruckende Himmel erstellt. Ein Problem gab es allerdings. Die KI wollte mir einfach keinen kompletten blauen Himmel ohne Wolken erzeugen. In diesem Fall brauchen wir auf jeden Fall noch Negative Prompts. Beim Kerzenflammen erstellen Tutorial wurde mit Kopieren und dem Renderfilter gearbeitet. Mit dem generativen Füllen brauchen wir diesen Bereich nur auswählen und sagen, was wir genau haben wollen. Und schon bekommen wir eine Auswahl verschiedener Flammen, die wir dann anwenden können. Beim Kerzenrauch wurde eine besondere Technik verwendet, um diesen zu erstellen. Auch hier können wir das Ganze mit generativem Füllen machen. Die Ergebnisse finde ich aber nicht so gut wie die durch die manuelle Technik. Beim Bilder einfärben Tutorial wurde bereits gezeigt, wie man das Ganze manuell und wie mit der KI machen kann. Auch wenn das Ganze mit der manuellen Variante mehr individuelle Freiheiten hat, ist das Ganze schon ziemlich aufwendig, dass man gerne auf das automatisierte Füllen verwendet. Beim Gelenke bewegen Video wurden mittels dem Formgitter verschiedene Posen erstellt. Mit dem generativen Füllen muss man darauf achten, dass man genau den richtigen Bereich selektiert und dann kann ich die Person zum Beispiel gerade stehen lassen. Was hier auffällt, ist, dass sich auch die Kleidung verändert. Naja, diese passt ja auch sogar besser. Durch die richtige Selektierung können wir auch den Arm nach oben geben. Teilweise funktioniert das sehr gut, teilweise weniger. Wir haben weniger Einfluss als mit dem Formgitter und müssen auf gute Ergebnisse hoffen. Beim Bild vergrößern wurden zwei Techniken verwendet, einmal mit Transformieren und einmal mit dem alten inhaltsbasierten Füllen. Hier eignet sich das generative Füllen besonders gut. Einfach das Bild mit dem Freistellenwerkzeug vergrößern, freie Flächen selektieren und das generative Füllen verwenden. Beim Sonnenbrillentutorial wurden einfach die Gläser der Brille gefärbt. Mit dem generativen Füllen kann man sich hier ganz einfach individuelle Brillen erstellen lassen. Beim Wolkenzeichnen-Tutorial wurde ein spezieller Pinsel erstellt. Dank dem generativen Füllen brauchen wir jetzt nur noch den Bereich markieren und die Wolken erstellen lassen.
Dabei können die unterschiedlichsten Wolken erstellt werden, sogar mit Flugzeug. Beim Sonnenstrahlen-Tutorial wurde diese mit Hilfe des Farbverlaufs erstellt. Das Ganze habe ich auch mit dem generativen Füllen probiert. Dazu habe ich zuerst mögliche Bereiche markiert und gesagt, diese sollen mit Sunrays erstellt werden. Das Ergebnis war schlecht. Mit dem Prompt Sunbeams gab es schon ein schöneres Ergebnis. Deshalb sollte man immer weitere Prompts versuchen, wenn einmal ein Ergebnis nicht so ist, wie man es wünscht. Schließlich wurde noch die Deckkraft etwas heruntergedreht und es gab ein schönes Ergebnis. Auch beim Regenbogen erstellen Tutorial wurde mit dem Farbverlauf gearbeitet. Hier wurde das Ganze aber auch bereits mit generativen Füllen ebenfalls probiert. Auch wenn hier viele richtig schlechte Regenbogen erstellt wurden, war dann doch solch einer dabei, der besser aussah als bei der manuellen Erstellung. Beim Starburst-Effekt ging es darum, einen von Memes bekannten Hintergrund zu erstellen. Auch wenn es hier nicht das gewünschte Motiv gab, sind die Ergebnisse so beeindruckend, dass ich lieber die generierten verwenden würde. Beim Stretch Circle Video wurden Pixel des Motivs in die Länge gezogen und zu einem Kreis geformt. Auch wenn solche Effekte mit generativen Füllen nicht möglich sind, habe ich probiert, einfach mal den Bereich, wo sich ein Ring befinden sollte, auszuwählen und dann generieren lassen. Und ja, die Ergebnisse sind schon beeindruckend und gefallen mir besser als die gedehnten Pixel. Beim Tutorial Motive unkenntlich machen ging es darum, Gesichter zu schwärzen, unscharf zu machen oder zu verpixeln. Hier tauscht die KI einfach gleich das ganze Gesicht aus. Nicht das, was wir wollen, aber hey, die Originalperson ist auf diesem Bild auf jeden Fall nicht mehr zu erkennen. Beim Bilder in Formen wurde ein Pärchen in eine Herzform gestellt. Generatives Füllen ist natürlich nicht für solche Aufgaben gedacht, bietet aber alternative Möglichkeiten, wie zum Beispiel hier die Generierung eines Herzens. Wir haben jetzt schon etwas gesehen, wo das generative Füllen etwas an die Grenzen kommt. Schauen wir uns an, wo das Ganze nicht mehr funktioniert und wo das manuelle Bearbeiten besser ist. Probleme gab es bei sämtlichen Tutorials mit Texten. Das kann generatives Füllen einfach nicht. Das Wort Stopp auf einem Stoppschild wird zwar noch geschafft, aber bei echten Texten keine Chance. Noch nicht. Im Bereich Textgenerierung wird sich hier sicher noch einiges tun und auf uns zukommen. Auch Wettereffekte funktionieren nicht wirklich gut. Beim Schneetutorial wurde ein Pinsel für Schneeflocken erstellt. Generatives Füllen kann zwar schön die Landschaft verändern, aber erstellt keinen Schnee. Und wenn doch, dann sind das schon sehr spezielle Schneeflocken. Ähnlich sieht es bei der Erstellung von Regen aus. Hier wurden einfach weitere Personen mit Regenschirm erstellt. Ich habe danach noch einen anderen Ansatz probiert, bei dem ich viele einzelne Teile einfüge, die nicht verändert werden sollen. Die Technik ist auf jeden Fall beeindruckend, wenn man den Hintergrund verändern will. Aber trotzdem gibt es keinen Regen. Auch die klassischen Lichteffekte können nicht umgesetzt werden. Sehr beliebt ist zum Beispiel der Dual Light Effekt. Generiertes Füllen erstellt mir aber keine Lichteffekte, sondern ändert nur die Pose. Auch der Lichteinfall funktioniert nicht. Auch hier wird nur auf das Bild Einfluss genommen, aber kein Effekt erzeugt. Werfen wir einen kurzen Blick auf weitere Effekte, für die es auf diesem Kanal Tutorials gibt. Der Che Guevara-Effekt. Das Wort Che Guevara wird hier gar nicht erkannt. Mit der Bezeichnung mit der Kunstbezeichnung bekommt man schon coole Ergebnisse, ist aber weit weg von der Graffiti-Schablone. Der Glitch-Effekt. Hier habe ich auch Teile selektiert und es wurden nur leichte Veränderungen an der Person selbst vorgenommen. Der Low-Poly-Effekt. Hier ist schon verständlich, dass das komplette Gesicht generiert wird. Die Ergebnisse sind aber nicht so beeindruckend. Der Liquid Portrait Effekt. Hier habe ich versucht, alles, was grau ist, zu selektieren und es wurde halt ein neues Gesicht erstellt. Beeindruckend, aber kein Liquid Portrait Effekt. Der Dispersion Effekt.
Hier selektiere ich die Bereiche, an denen später die Teile wegfallen sollen. Und ja, das Ganze hat nicht funktioniert. Der Stroke-Effekt. Hier habe ich einfach ein paar Streifen selektiert und durch das Generieren ist eigentlich kaum etwas passiert. Der Gold-Effekt. Dass man die Farbe eines Motivs mit generativen Füllen nicht einfach ändern kann, haben wir ja bereits gesehen. Probieren wir aber einfach aus, ein komplettes neues Bild zu generieren mit einer goldenen Ballerina. Und ja, es klappt nicht so. Die Laser Eyes. Die Laser Eyes haben schon eine besondere Bedeutung. Die generierten Brillen sehen zwar cool aus, haben aber mit dem Laser Eyes Effekt wenig zu tun. Kommen wir schließlich zu den Plantimales. Hier wird aus Tieren und Pflanzen ein eigenes Motiv erstellt. Und ja, das Ganze klingt eigentlich schon nach einer optimalen Aufgabe für künstliche Intelligenz. Die Informationen aus zwei Bildern zu einem Kunstwerk zu verformen, perfekt. Und ja, bei den Ergebnissen, man kann es durchaus Kunst nennen, aber ich denke, auf dem manuellen Weg kommt man hier zu besseren Ergebnissen. Der Grund für dieses Video war, ob es überhaupt noch Sinn macht, Photoshop-Tutorials zu erstellen, wenn ja KI alles kann. Und ja, künstliche Intelligenz unterstützt wirklich sehr gut, aber es ist trotzdem ein gewisses Fundament an Skills benötigt. Nur so kann man das volle Potenzial nutzen und echte Meisterwerke erstellen. Es wird also noch weitere Tutorials geben, auch auf einen besonderen Fokus auf das, was künstliche Intelligenz eben nicht kann.